die aktuelle politische Lage anschaut, da vergeht Ihnen aber, glaube ich, der Schmäh, Herr Resetarits, was man jetzt so gelesen hat. Aber Sie haben Herrn Nissl zum Beispiel im Burgenland, jetzt rot-blaue Koalition, aufgerufen, dass er doch zur FPÖ gehen möchte, dort beitreten möchte. Dem Aufruf ist er nicht gefolgt. Sind Sie enttäuscht? Er ist offenbar beratungsresistent, denn wenn man diesen Weg einschlägt, den der Herr Nissl eingeschlagen hat, und einen Beschluss seiner eigenen Partei missachtet, dann sollte man Konsequenzen ziehen. Denn wenn man die Politik machen will, dann soll man sie dort machen, wo sie zu Hause ist, nämlich bei der FPÖ. Das ist meine Haltung nach wie vor.